was ich sehr, sehr verachte, also wirklich Menschen, die sich asozial verhalten. Denke nicht nur, weil du dich asozial verhältst, dass du ein Mann bist und stark bist und mutig bist bei Allah. Bei Allah, du bist ein schlechter Mensch. Das ist es, subhanallah. Du bist, wie die Araber es damals gesagt haben, subhanallah, und immer noch sagen, Qati'u al-Tariq, ein Straßenstreuner, subhanallah. Einer, der wirklich durch die Straßen geht und die Menschen einfach nur schlecht behandelt, belästigt, subhanallah. Wehe dir, dass du Muslim, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, dass du dich so verhältst, subhanallah. Wisse, dass du jetzt hier, bei den Gesetzen hier, keine Konsequenzen davon tragen wirst. Aber bei Allah, wenn du zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrst und du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, bei Allah, du wirst für jedes Wort und für jede Tat, die du getan hast, du wirst zur Rechenschaft gezogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich zum geraden Weg rechtleiten. Mit welchem Gesicht, subhanallah, behandelst du die Menschen auf diese Art und Weise? Mit welchem Gesicht? Und du glaubst, du hättest etwas Gutes getan. Und du glaubst wirklich, du hast etwas Gutes getan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich rechtleiten für die Tat, die du getan hast und für die Worte, die du aus deiner Zunge rauskommst, subhanallah.